Und das ist ja kein Prozess, der jetzt automatisch stringent läuft, dass wir die nächste Bundesregierung so präparieren, dass sie mehrere Optionen hat, diese Lücke. Die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem russischen Staatspräsidenten Putin über die Lage in Ost-Aleppo gesprochen. Sie hat sich dabei erneut für eine sofortige Waffenruhe eingesetzt und für einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und humanitäre Helfer. Würden Sie dem folgen, was Herr Lavrov sagt, nochmal einen zwei oder drei Tage dauernden Zeitkorridor? Wird im unveräußerlichen Alleineigentum des Bundes stehen? Es ist aus Sicht der Bundesregierung möglich, noch möglich, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen, sich auf eine landesweite Waffenruhe zu einigen, die innersyrischen Gespräche mit dem Ziel einer substanziellen und inklusiven politischen Transition wieder aufzunehmen. Wir sind überzeugt, dass sich nur so die territoriale Einheit Syriens erhalten und nur so Sicherheit und Stabilität wiederhergestellt werden können. Das syrische Regime wird das angesichts aktueller militärischer Erfolge kaum freiwillig tun. Umso mehr sehen wir Russland und sehen wir Iran in der Verantwortung, das Regime Assads davon zu überzeugen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit PPP-Verträge zu vergeben und Investoren daran zu beteiligen, sind explizit nicht erlaubt, oder doch? Das heißt, dass für einzelne Projekte... Ja, grundsätzlich müssen alle Optionen auf dem Tisch bleiben, aber gerade angesichts der Bilder, die uns tagtäglich und in den letzten zwei, drei Tagen besonders eindringlich und tragisch aus Aleppo erreicht haben, muss die Hilfe für die Menschen im Vordergrund stehen. Die Tochter GmbHs werden jetzt explizit festgelegt, dass sie auch nicht privatisiert werden dürfen. ÖBGs bleiben aber möglich.